So, ich versuche heute mal mein Kommunikationssystem in den Helm einzubauen. Erstmal alles rausmachen. Halt, erst müssen wir mal gucken, wo es überhaupt hinpasst. Weil ich habe ja hier die Sonnenblende. Könnte man hier vorne hinbauen. Hier ist schon was drunter. Hier kriege ich die Klemme gar nicht rein. Von dem, wo das reinschnappst. Ich will sowieso den Klebepad nehmen. Das ist blöd gelöst. Aber hier oben wird es auch gehen. Da sieht man bestimmt zu viel vom Helm. Ha? Obwohl, mit meiner Kamera bin ich auch so weit hinten. Aber eine andere Möglichkeit habe ich noch nicht. Gut, da werde ich mal ein bisschen. So, machen wir mal alles raus. Bei dem Helm ziemlich einfach, das tue ich öfters mal waschen, deswegen geht das auch ziemlich leicht. So, das war's schon, was bei mir rausgeht. Das musste ich vielleicht noch ein bisschen ankleben. So. Gut, und dann muss ich auch mal ein bisschen was zum Saubermachen holen wegen dem Pad ankleben. Zum Saubermachen. Jetzt werde ich aber erstmal schnell dieses Band hier ankleben. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wird nicht viel zu halten haben. So, ja. Klebe ich bloß ein bisschen. Super. So, dann machen wir jetzt erstmal. Achso, jetzt muss ich auch noch testen, ob mein Kabel so hoch reicht. Wenn ich das hier oben hinbaue. Da sind zwei Pfeile drauf, kann man nicht verkehrt machen.
So, ich muss ja wissen, wie weit das reicht. So, wenn das jetzt hier in der Ohrmuschel wäre. Und das tut. So viel Luft hätte ich. So viel Luft. Oh, das reicht. Gut, das müsste reichen. So, da klebe ich das hier her. Und vom Winkel her. Ich müsste das erstmal provisorisch dran heften. Das muss ich später machen, weil ich nur nicht weiß, wie. Also machen wir erstmal die Innereien. So. So, weiter hinter kann ich gar nicht, weil hier der Klettverschluss von dem ist. Also müssen wir das schön hier dran tüdeln. So. Ein bisschen entfetten. Das für die Ohrmuschel auch entfalten sollen. Da ist jetzt die Frage. Ne, das sind bloß die Klett, die hier. Die halten das. Und dann kann ich die noch vergrößern, wenn mir der Abstand. Aber das ist so wenig Platz bei mir, da werden die schmalen reichen. So, das da drinnen auch klein entfetten. Das ist so Bildschirmreiniger. Denkt mal, der entfettet ein bisschen und verdunstet dann wieder schön. Hier sind so eine Ohrmulden schon drin. Mache ich nachher mal eine Nahaufnahme, hat eigentlich fast jeder Helm heutzutage, denke ich mal. Der ist auch schon über ein Jahr alt oder zwei Jahre. Aber ich bin zufrieden mit dem. So, den werden wir jetzt mal kleben. Einmal hier hin. Ja, auf dem Klebeband hält es ähnlich. Fehlen mir die Fingernägel.
Ja, meine Schlange. Komm, willst du mal mit ins Bild? So, und dann habe ich hier noch den klebe ich so dran. So, dann hat der Schwan halt zwei Sachen, wo er fixiert wird. So, mal grob testen, ob das so funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Das wäre Nummer 1. So, jetzt muss ich bloß mal sehen, in welche Richtung. Oh, muss ja eher nach hinten. Mach mal nach hinten. Irgendwie so eine Auskerbung für die Schnur ist nicht. Muss man mal längere Fingernägel wachsen lassen hier. Zumindest zum Helmeinbau. Das zieht das Video in der Länge hier. Ja, ging da vorhin hier vorne so schön. So. Ist ja nix. Ja, dann machen wir die Schutzfolie ab. Den Schutz drauf.
Jetzt kommt den auch rein. So, dann verbinden wir die beiden. Und jetzt müssen wir das irgendwo verstecken. Oder ich baue mal alles rein. Mal sehen, vielleicht schwindet es. Man merkt es so nicht. So. Müsste doch noch ein klein weiter raus. Ein Mühe noch. So, mal sehen, ob ich mittels dieser Kamera-App was feststellen kann. So, muss ich sie einschalten. Geht auch nicht. Muss ich ja auch noch hier reinmachen. Handy verbunden. 10C Evo. Einschalten. Kamera ein. Wifi. Wifi ist an. Kamera ein. Viel Helm drauf. Können wir eigentlich, ja, ich will ja nicht gegensprechen. Sondern das machen wir so weit wie möglich hier vor. Auf Wiederhören. So, also das lassen wir dort. Jetzt muss ich das bloß. So weit vorkleben, dass das da ein Hauch drüber kommt.
Gut, ich würde mal sagen, das machen wir so. So. Ganz schön viel Helm. Ja, ganz schön viel Helm. Viel Helm. Na gut. So, das müssen wir mal während der Fahrt testen. Jetzt habe ich den Helm von meiner Frau. Hier wird es nicht ganz so schwierig. Hier brauchen wir keine Kamera. Haben wir im Prinzip bloß das Mikro, die Außeneinheit und aha, jetzt weiß ich, wofür diese waren. Genau, das kommt ein Helm und das kommt hier drauf. So, das können wir ablüften lassen. Jetzt müssen wir mal sehen, wie das bei dem Helm auseinander geht. So, der hat noch keine Mulden. Der hat noch keine. Also das ist ein Graus, warum man hier nicht immer eine Schnitt in die Mitte macht, dass man das auseinander kriegen kann hier. Nummer 1.
Jetzt noch einmal aufprobieren. Nummer 2. Da vorne, da wird es gar nicht halten. Das ist zusätzlich. So, da klebt man den da vorne rein. Ich hoffe mal, das hält auch auf Leder. Und dann haben wir noch die Halterung. Besten hier oben hin. Genau, die machen wir da oben hin. Mal bitte her. Müsstest du mal aufsetzen, damit ich weiß, wo du. Das ist Gummi. Was? Das ist doch da unten. Hin. Ich weiß. Eine Probe von meiner Frau und sie meint, sie mag ihn dorthin haben. Gut, dann machen wir dahin. Ja, das ist schön gelöst. Das ist eine feine Sache. Vom Kabel her aber doof gelöst. Ich würde doch eher hier hinten hin müssen. Na gut. Wir machen hier hin. Der Wunsch einer Frau, dem sollte man befolgen.
So, und dann machen wir mal alles wieder rein. Dieses Ladekabel müssen wir irgendwie so legen, dass wir da ein bisschen besser rankommen. Ich schätze mal, das wird man, wenn man unterwegs ist, jeden Tag laden müssen. Ansonsten lassen wir die Gabel da drin liegen. So. So, jetzt muss man das hier ein bisschen aussparen. Gut, super. Das war's.